Moment, wo war denn jetzt die Höhle? Aua. So können wir hier erstmal. Komm, mach erstmal mit Fernkampf. Mach da her. Auto-Aim, ich weiß es gerade nicht. Hauptsache. So. Bleib mir fern. Na, das sah doch jetzt schon besser aus. Gut. Will ich die Feuersteine? Moment, 6 Steine haben wir noch. Ja, das sind stärkere Wölfe als die letzten, ne? Gott sei Dank. Und jetzt unsere Steine alle. Na gut. Aber hier waren noch irgendwo Steine, ne? Ich glaube, hier waren Steine. Hier sind welche. Hier sind welche, genau. So, dann waren hier noch diese Dinger. Da hinten sind Steine. Komme ich da nochmal hin? Die sammeln wir noch ein. So, und ich würde sogar sagen, sicher ist sicher. Hauptsache, die werfen uns nicht ab, wenn wir gerade hier drauf sind. Das wäre ein bisschen gemein. Auf so eine Brücke, kurz bevor wir einbrechen. So, da ist auch noch eine Truhe. Au. Ach Mensch. Was ist das denn jetzt? Ich dachte, jetzt ist hier der Höhleneingang eingesperrt. Eingestürzt. Und können die mal aufhören damit? Die nerven ein wenig, die Steinriesen. Zumal ich schon etwas angenockt bin gerade. Truhe. Ja, aua, vielen Dank. So, dann. Ach, Fallschaden. Gibt's hier noch irgendwo Pilze? Da hinten. Da sind Pilze. Ich brauche Pilze. Hier drin waren keine mehr, ne? Die haben wir alle gebraucht. Doch. Oh, das ist doch schön. So gefällt mir das. Den brauche ich gar nicht mehr. Das ist gut. Dann können wir jetzt da oben in die Höhle rein. Ich bin gerade etwas im Stress. Ich denke, ich hoffe, man merkt es mir nicht zu sehr an. Aber ich will jetzt in die verdammte Höhle rein, damit die Steinriesen mich in Ruhe lassen. Bams. Da kommt wieder einer. Ich muss mal ein bisschen. Es ist halt schwierig, neben dem Kommentieren dann auch noch zu gucken, wo kommt ein Schatten, wo könnte so ein Stein niedergehen oder so eine Dinge. Ich würde ja gerne draußen noch ein bisschen mich umgucken, aber. Nein. Also Regen und Gewitter schön und gut, aber wenn es Steine regnet, fühle ich mich nicht wohl. Das bricht doch ein. Und dann bin ich da unten und. Das bricht sowas von ein. Das sieht übrigens aus wie die Brücke von Casa Doom. Genau, das bricht doch sowas von ein. Und ich dachte, ich kann dem Ganzen das Ganze umgehen. Was ist denn das jetzt hier für ein Ausgang? Der Ausgang. Gut. Erstmal orientieren. Der Ausgang ist das, wo die Wölfe waren. Na gut, dass wir die vorher platt gemacht haben. So, wenn wir nochmal abstürzen, kriegen wir Fallschaden. Ne? Wie komme ich denn an die Truhe? Da ist ein Ausgang. Sehr gut. Und hier ist ein Speicherpunkt. Ein Speicherpunkt. Und da gibt es neue Steine. Und hier drin können die uns nichts, will ich hoffen. Steine. Brauchen wir nicht. Wir haben noch 20. Okay. Da geht's wieder raus. Ach nein. Ich hab da jetzt keine Lust. Wie komme ich denn da unten an das alles? Kann mir
mir das mal einer sagen, wie ich da unten an das alles komme? Wolfi, Wolfi, willst du mal bitte wieder vor die Tür kommen? Das wäre ganz fantastisch. Sehr gut. Treffe ich den da hinten auch? Weiß ich nicht. Das weiß ich echt nicht. So, wie komme ich denn da unten an das alles? Kann mir das mal einer verraten? Da ist auch noch ein Ausgang. Oder muss ich erst raus und kann dann unten ran? Ich glaube, jetzt habe ich nochmal abgespeichert. Ne? Darüber, das ist doch nicht schaffbar, oder? Denkt mir doch dieser Stalaktit. Ja, ich glaube, hängt mir da doch voll im Weg. Also auch mit Stabsprung denke ich nicht, dass ich das überbrücken könnte. Die hübsche Truhe hin und oder her. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, dass man da... Hier ist auch wieder ein separater Eingang. Also ich schätze mal, wir müssen schon hier lang. Wolfi, kommst du mal her? Wieso passiert eigentlich den Wölfen nichts mit den... Das frage ich mich. Wieso passiert den Wölfen nichts mit dem... sind hier nochmal Steine oder habe ich die jetzt alle eingesammelt? Ich habe schon alle eingesammelt. Gut. So viel dazu. Speichern. Ich weiß, ich habe dann manchmal schon aus Versehen noch einen Speicherpunkt angelegt, obwohl ich es eigentlich nicht wollte. Es tut mir leid, ihr Lieben. Es tut mir sehr leid. Da ist ein Steinriese. Wo müssen wir denn hin? Okay, Geronimo! Weg hier! Ja, ist das euer Ernst? Was bricht denn jetzt hier ein? Irgendeine Höhlendecke. Geronimo, ich muss hier weg. Mann! Irgendeine Höhlendecke ist eingebrochen, aber ich weiß nicht wo. So, aber wir haben dieses... Immer wieder an dem Speicherpunkt hier. Ja, wir haben diesen Abschnitt... Immerhin schon mal ein bisschen gesehen. So, wir haben gespeichert und versuchen das Ganze jetzt nochmal. Ach, das ist eingebrochen. Der Boden sieht gefährlich dünn aus. Oh. Was greift mich an? Ach, diese Dinger wieder. In den Boden geglitscht, wie es scheint. Gut, diese kleinen Springflöhe wieder. Ich würde sagen, die machen wir mal mit Schwert so alle. Vor lauter Kristallen, wenn man hier gewinnt, sieht man dann gar nicht mehr. Da geht's wieder raus. Das möchte ich jetzt aber noch gar nicht. Könnt ihr das mal lassen? Ihr geht mir gerade ein bisschen auf den Keks, ihr lieben Steinriesen. Ah, das eine ist da ein bisschen verbackt, wie es aussieht. Oh yes. Einmal
da lang, bitte. Jetzt wissen wir, wie wir zu der Truhe kommen. So. Ich habe gerne mein Schwert dabei, weil das so schön leuchtet. Das muss ich schon gestehen. Jetzt würde ich gerne nochmal speichern, aber gut. Konzentration. Mist. Sprungtaktik Stock. Der Sprungangriff ist eine vernichtende Kampftaktik. Dieser Angriff fügt Feinden mehr Schaden zu als normale Stockhiebe. Er schlägt des Weiteren alle Feinde in einem kleinen Radius zurück und wehrt sie dadurch ab. Drückt während des Sprungs Alt links, um dieses Manöver auszuführen. Gut, also Sprung und Angriff. Haben wir den nicht schon aus Versehen manchmal gemacht? Ich glaube. Ich glaube, den haben wir schon mal aus Versehen gemacht. Okay, hier waren aber noch mehr Sachen. Wo muss ich denn mit dem Block hin? Muss ich den hier die Rampe hochschieben? Wir probieren das einfach mal, würde ich denken. Noch geht er nicht hinter, okay. Bilboleinchen, ich glaube, von der Seite ist das jetzt besser. Na komm, streng dich an, kleiner Hobbit, Meister Hobbit. Ist der jetzt hier richtig? Nö. Dann brauchen wir den vermutlich. Können wir abkürzen und den runterwerfen? Ich glaube nicht. Dann brauchen wir den vermutlich. Nein, da ist eine unsichtbare Wand. Da, wo ich dieses komische andere Seil, was zu kurz war, um bis zum Boden zu reichen, gesehen habe, oder? Draußen donnern die Steinriesen. Oh, trifft mich nicht. Wo ist denn dieses Seil, was zu kurz war? Da. Ach ja, die werfen hier genau auf den Eingang. Wieso bombardieren die mich? Ich dachte, die bekriegen sich gegenseitig. Geld. Da ist der Speicherpunkt. Aber ich glaube, der ist jetzt im Moment für uns unerreichbar. Auch wenn ich gerne nochmal speichern würde. Könnt ihr das mal sein lassen? Hier ist immer noch ein Gegner. Ja, der tut uns aber auch nichts. Also von daher. Brechen ja die Brocken durch. Was treiben die? So, ich würde jetzt gerne mal speichern. Wow, wow. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es nicht. Da unten sind schon wieder Wölfe. So, ich würde sagen... Ah ja, das war der Stockangriff mit aus dem Sprung heraus, ne? Aber ich will hier in Bewegung bleiben wegen der blöden Steinriesen. So, Wolfi, kommst du mit? Dann können wir das gern hier drin klären. Genau, dann machen wir das nämlich so. Da draußen sind aber Pilze. Ja, das bricht ein, das war mir klar. Und wir brauchen einen anderen Weg und deswegen müssen wir durch die Höhle. Jetzt lass mich doch die Pilze sammeln. Man will ja schließlich auch was fürs Abendbrot. So, Steine sind voll, 20 haben wir. Ich weiß nicht, ob wir mit Stocksprung darüber kämen. Ich gehe jetzt erstmal in die Höhle rein, das liegt mir ein bisschen offensichtlicher da. Oh Mann, was war das jetzt für ein Ruckler? Was hast du gerade nachgeladen? Auf jeden Fall höre ich die scheiß Steinriesen nicht mehr. Da bin ich ja schon glücklich. Oh, eine Ruine. Da hinten ist ein Speicherpunkt. Ich weiß nur noch nicht, ob mir das... Sieht aus, als fehlten ein paar Teile.
ob mir das gefallen soll. Okay, Kistenrätsel. Ich wollte aber gerade... Oh, was ist das denn für eine schöne Musik? Das fetzt mir gerade, das fetzt mir. Ha. Das Spiel wartet immer noch mit Überraschungen auf. Ich muss nämlich gestehen, dass ich es noch nie ganz durchgezockt habe. Aber mit dem Film im Hinterkopf denkt man, ist das das, was dann einbricht, wo der dann, ne, runterfällt? Zu den ganzen... Waren das Orks da unten, wo die dann da, wo er halt Gollum trifft? Oh nein, mach die Musik wieder an. Mach die Musik wieder an, bitte. Wobei... Ich für meinen Teil mache jetzt hier mal eine kurze Pause. Auch wenn es mir gerade fetzt, aber ich muss es noch rendern und dann müssen wir das Ganze noch hochladen. Und deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Nachmittag in der Hoffnung, dass jetzt bald mal der Frühling durchbricht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao ihr Lieben.